Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal B45. Heute seht ihr den lieben Schnitzel neben mir. Moin! Ja. Lang ist es her, dass mein letztes Video kam, jetzt schon fast ein Jahr. Und dafür die Gründe in einem anderen Video. Wir spielen heute den Bus-Simulator 21, ist es glaube ich, ne? Ja. Ja. Auf der Map Angel Shores. Und würde ich sagen, legen wir gleich los. Verlieren keine Zeit, willst du fahren oder ich? Du kannst fahren. Alles klar. Mission haben wir uns ja bei der Olle hier schon abgeholt. Hi Chef. Genau. Möchtest du übernehmen? Der Bus gehört dir. Das Steuer eines Busses zu übernehmen, gehört zu den Privilegien eines Busunternehmers. Diese Route verbindet die beiden Stadtteile Highlander Park und St. Anthony. Fahren wir sie mal ab. Und vergiss nicht, was du gestern gelernt hast. Sei pünktlich und, wie meine Oma immer gesagt hat, Sicherheit geht vor. Hab ein Auge auf die Fußgänger und auf den Verkehr. Natürlich. Dann legen wir mal los. So. Oh, wir sind schon 30 Sekunden zu spät. Oh. Ein guter Anfang, würde ich mal sagen. Beenden wie die Deutsche Bahn. Ja. Um mich mich noch mal persönlich vorzustellen oder selber noch mal vorzustellen. Ich heiße Finn. Im Fachkreisen nennt man mich auch Schnitzel. Ja. Bin 16 Jahre alt. Hab mich entschieden, mal mitzumachen. Rübergehend als Gast, vielleicht auch permanent. Schaut mal, was die Zeit mit sich bringt. Und ja, freue mich immer noch, hier dabei zu sein. Genau. So viel zu deiner Vorstellungsrunde. Dann noch eine kleine Information. Solltet ihr im Hintergrund so ein Klackern hören, dann ist es der Controller. Der so vibriert, wenn ich bremse, aus welchem Grund auch immer. Ich gucke, dass ich es ausstellen kann, wenn es euch stört. Dann müsst ihr ja nur in die Kommentare schreiben. So. Genau. Okay, los. Ein kleines Likechen wäre ja auch nicht schlecht. Kontrollierst du dann die Fahrkarten? Klar, selbstverständlich, Chef. Das sind ja auch ein einfacher. So. Alfonso scheint beschäftigt zu sein. Es ist viel zu heiß draußen. Tages. Danke fürs Aufwecken. Bitte. Senioren einfacher. So. Genau. Sind aber viele eingestiegen ohne Fahrkarte. Mhm. Eine war auch ohne. Schon eine Minute zu spät. Oh. Sollten wir mal auf die Straßenverkehrsordnung verzichten. Ja. Wenn du willst, kannst du dann die nächste Route fahren. Alles gut. Mit der Zeit wächst eh das Unternehmen, von daher. Alles klar, ja. Lady. So. Wenn das klappt, wenn ich mir den Season Pass hole und es klappt, dass man das dann hier einfügen kann, dann wäre das sehr gut, dann können wir auch. Das frühere Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben. Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht die kommen ja auch bald. Und wir das Vertrauen der Leute gewinnen. Weil es gab eine große Kartenerweiterung für Leute, die es nicht wussten. Aber sie sind ein toller Ja. Und dazu werden bestimmt auch noch extra Missionen kommen. Natürlich. Und hoffentlich mit dir an meiner Seite. Ja, selbstverständlich.
Das Video oder das Let's Play soll ja ein Let's Play werden, wird vermutlich ein, zwei Mal die Woche kommen. Müssen wir einfach mal schauen, wie es zeittechnisch passt. Klar. Da auch wieder LS und FIFA kommen, sondern besser gesagt EA. Danke, das macht das Aussteigen viel einfacher. Mal. Mhm. Oder muss man schauen, wie es zeitlich bei mir klappt. Es kann bestimmt sein, dass hier mal eine Folge ohne mich läuft. Oder sonst wie. Muss man natürlich schauen dementsprechend. Genau. Weil halt manchmal Schule und sonst wie. Sieht man ja alles für die Zukunft. So. Bin auch da, um unser netten Befort hier zu helfen mit den mit ein bisschen Edding, genau, schwarzen Edding-Stift, halt die Videos zu schneiden. Und ja, und ich habe schon insgesamt 5 oder 6 Schwarzfahrer erwischt. Das ist mal eine gute Summe. Ja. Oh, was war das denn? Reparaturkosten. Eieiei. So, meine Damen und Herren, alle aussteigen. Ich will nicht, dass hier mehr wer drin bleibt. Tatsächlich haben wir noch ganz eine einfach. Haltestelle. Nächste ist die Endstation. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Noch eine Karte. Anzahl A. Ich möchte bald mal an den Strand. Dann gehen sie an den Strand. Auch wunderschön hier. Ich finde, dass bei der oder bei der Karte hier sehr viel gelungen ist. Da ist halt. Es hat einen amerikanischen Stil, ist ja klar. Sagt ja auch schon der Name. Ist halt dann auch dementsprechend auch amerikanische Fahrkrieg und sonst viel, aber an sich, es wirkt viel lebhafter als im älteren Teil. Und ja. Ja. Wir hätten ja auch die europäische spielen können, aber die kennen ja einige aus dem Bus-Simulator 18, weswegen wir uns für die Endschuss-Chance entschieden haben, für die es auch eben die Kartenerweiterung gab. So, jetzt sind wir auch an der Endstation, also Fahrgäste können auch wieder aussteigen. Bitte alle aussteigen. So, sehr gut. Aber haben wir die Route halt schon jetzt schon gemeistert? Da muss uns mal selber auf die Schulter klopfen. Und jemand hat seine Sachen vergessen. Das ist jetzt mein Teddybär. Ich habe eine Idee, wie wir unseren ersten Zahltag verbringen. Park den Bus und komm, ich habe eine Überraschung für dich. Ui. Parke beim Händler. Öffne die Vordertür. Folge Mira zur Station. Gut. Dann park mal den Bus. Ich wollte gerade fragen, willst du einfach ohne mich wegfahren oder was? Nein, nein. Machen wir es vorbildlich. Kaufe einen neuen Bus. Oh, mit Vergnügen. Feststellbremse. Auf die Tür öffnen, genau. Das ist einer der hiesigen Bushändler. Du kannst jederzeit herkommen, um Busse zu kaufen. Er hat immer die neuesten Modelle da. Sehr gut. Welchen können wir uns denn kaufen? Wir können den Leons CTM holen oder den Kitaro K. Nee, ich glaube, den K fahren wir ja gerade. Siehst du, was er ich sagen, ja. Den Lion City, oder? Ja. Dann hole ich den mal schnell raus. Ja. Gehen wir rein in die gute Stube. Ja, gefällt dir dieser Bus? Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Dann machen wir mal einen schnellen Fahrtest, wie gut ich fahren kann damit. Schauen wir mal. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Ja, also Fazit, ich bin ein geborener Busfahrer.
Auf jeden Fall. Wir haben einen Kontostand von 189.000, dann kannst du auch gleich mal Werbung drauf schallern gehen. Ja, wenn das hier gute schon geht, Wahl. Da ist ja nicht wie bei der europäischen Map direkt geht, sondern wir uns das irgendwie hier freischalten müssen, so wie ich das letzte Mal jetzt mitbekommen habe. Ah, ja, müssen wir. Kann auch sein, dass es sich natürlich geändert hat. Müssen wir mal schauen. Du fährst im Gegenverkehr. Ach, alles gut. So. Ah, das ist auch ganz gefährlich. Normal müsste da hinten so ein Zettel dran, wegen Überlänge. Von Orangen. Ach, pfff. Aber sind ja in Amerika. Von daher egal. Ja, so läuft es. Und jetzt hier ohne Bremsen hier rüber. Ui, nein! Nein! Okay. Okay, das war doch ein bisschen zu viel des Guten. So, jetzt. Oh ja, Gott! Auf jeden Fall. Ja, man soll mich echt öfters fahren lassen. Das klappt ja echt schon mega gut. Da brauchst du Bremsen. Okay, oh. Pass ja. Doch auf! Ja, wir sind 1000 weniger geworden. Also die Gegend gefällt mir aber auch hier sehr schön, ne? So diese Wohnviertel. Klar ist. Sieht sehr schick aus. Und gegenüber dem 18er ist der Simulator, also dieser Nachfolger, muss ich sagen, echt gelungen. Aber dass du hier ja. Leicht Geld verdienst. War ja im 18er verdammt schwer. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Pass auf, du nimmst die Sache. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Genau. Das ist Ted Kaine. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Freut mich, dich kennenzulernen. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Lass mich die mal kurz reden. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden Look. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. Dann schauen wir mal. Da Werbung können wir nicht raufkleistern, also noch nicht. Okay. Neuen Look können wir. Wir nehmen ein ganz traditionelles weißes mit wunderschönen blauen Akzent. Mhm. Schauen wir uns dann gleich draußen an. Genau. €1000 haben wir geblecht. Und wir haben die nächsten Busse freigeschalten. Und mir wurde die Verbindung unterbrochen. Vom ich bin zurück im Studio. Ja, und wo ist unser Bus? Warte mal, ist der Bus weg? Ja, dann hol ihn einmal. Ja. Der Bus ist ja direkt bei mir, dann fahre ich schnell zu dir. Ich leg mal die Betonung auf schnell, weil wer bremst, verliert. Ist wie wer bremst, fährt, der führt. Ja. So. Wir müssen aber einmal durch die Werkstatt fahren, weil da hinten müssen wir mit jemandem quatschen, glaube ich. Ja. Wait. Da kommt ja der liebe Kollege. Hat das die Änderung übernommen? Ja. Sehr, sehr gut. Hier rein? Nee, das lehne ich ab. Wir können auch so ran. Okay. Wahrscheinlich. Die ist aber halt nicht ja, drin, natürlich. Oder? Nee, sie ist da nicht mehr drin. Kann sein, dass wir jetzt die Mission verbuggt haben. Warte, guck mal, Mission.
Halte neben Ted und lass Mira raus. Oh oh. Ich würde mal sagen. Ich glaube, wir haben meine vermissten Melson. Ach, ich habe Mira gefunden. Aber nicht dort, wo du sie hinhaben möchtest. Das denke ich mir. Ich mach den mal auf. Oder auch nicht. Aber Mira geht's nicht so gut. Wir haben jetzt echt die Mission verbuggt. Ja, komm mal rein und will. Vielleicht musst du mal schnell selber in diesen Baum Werkstattmenü und dann mal wieder raus. Weil hier ist Mira. Alles klar, Ted. Ui, ja, hat geklappt, du musstest sie nur anfahren. Bus noch mal die Route abfahren? Ich ruf dich dann später an. Jo, ab Route 2 fahren. Lass mich mal rein. Danke, Chef. Route 2. Startest du die Route oder muss ich die starten? Kann ich gern starten. Dann starte du die Route und fährst dann aber auch. Okay. Genau. Dann habe ich mich hier hin. Da sieht man wahrscheinlich gleich eine ganz kleine wunderschöne Montage. Hallo, hier ist Mira. Lief alles glatt? Ich habe schon die nächsten Schritte vorbereitet und möchte dich jemandem vorstellen. Ich hol sie mal dazu. So, jetzt sind wir auch fertig mit der zweiten Runde. Ich bin für Tourismus und Kultur zuständig. Schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich darauf, alle Sehenswürdigkeiten der Stadt miteinander zu verbinden. Fangen wir mit West Oakwood an. Da spielt sich das Nachtleben der Stadt ab. Es wäre toll, wenn die Leute nach einer Partynacht den Bus nach Hause nehmen könnten. Das ist so richtig, aber da würde ich sagen, kümmern wir uns das nächste Mal drum. Der liebe Schnitzel genau. Ohne mich, aber er kann schön die Rufe fahren, alles gut. Da ich würde mich dann ja, von ich komme nicht wieder. Ich würde mich von hier verabschieden. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es heißt, die Hauptmission ein neuer Pfad zu machen. Bis dahin wünsche ich noch euch alles Gute und einen schönen Start in die neue Woche. Ciao.